Ja, nochmal eins vorweg, das Licht im Waschsalon ist wirklich sehr hell, also meine Augen sind eigentlich größer. Nicht, also, ja, doch die Augen zu oder so, ne? Also, genau, alles klar. Ja, ich darf mich da nochmal vorstellen, mein Name ist Il-Yong Kim oder Kim Il-Yong, wie wir in Korea sagen würden, wo der Familienname zuerst genannt wird. Kim Il-Yong kannst du leider total vergessen, weil da erstens alle immer nur Kim Il-Yong verstehen. Und zweitens, die meisten mich dann auch gerne mit dem nordkoreanischen Diktator verwechseln. Ihr wisst schon, der kleine Dicke mit der Grace Kelly Sonnenbrille und der Atombombe. Weiß jemand, wie der heißt, der nordkoreanische Diktator? Kim Jong-il, du bist gute Koreaner, hm? Genosse, ich grüße dich. Kim Jong-il, richtig. Aber ihr seht, Il-Yong Kim, Kim Jong-il, Kim Il-Yong. Das ist ein bisschen verwirrend mit meinem Namen, aber wie gesagt, ich bin es nicht, auch nicht verwandt oder verschwägert mit dem Irren. Wir heißen da alle so. Das versuche ich auch jedes Mal der Polizei am Flughafen-Check-in klarzumachen. Ja, das bringt dann trotzdem nichts, da werde ich immer so regelmäßig links rausgewunken, wenn die meine Personalien überprüfen und meinen Namen lesen. Dann geht's dann immer nur, gehen Sie mal bitte links auf die Seite. Links bleiben. Charlie Bravo, Charlie Bravo. Verdacht auf nordkoreanischen Diktator. Name Kim, ich buchstabiere Kilo, India, Mike. Vorname Il-Yong, nee, Jung Il, ja, wie der aus den Nachrichten. Bitte? Personenbeschreibung? Einen Augenblick. Schwarze Haare. Und wie soll ich sagen? Augenliddefizite auf beiden Augen. Das muss er sein. Personenbeschreibung trifft zu. Wunderbar. Jungs, wir haben das Dreckschwein. Ja. Danke. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, ist ja klar, ne? Aber ich hoffe, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Woran liegt es, dass Außenstehende so Schwierigkeiten haben, uns Asiaten auseinanderzuhalten? Ich werde am Tag mindestens von 10 wildfremden Menschen gegrüßt, die mich mit irgendeinem anderen Chinesen, Vietnamesen, Japaner verwechseln. Im Winter sogar mal mit dem Eskimo. Das lag aber nur an meiner Daunenjacke, die hat so eine Fellkapuze. Nein. Sehen wir Asiaten uns wirklich so ähnlich? Ja? Frei nach dem Motto, ganz Asien, ein Passbild? Apropos Passbild, ich habe das letztens mal getestet. Mein Perso war abgelaufen, ich hin zum Bezirksamt, habe ich ein Foto von Jackie Chan als Passfoto eingegeben. Einfach mal, um das so zu testen. So. Ey, ja. Die Tante im Bezirksamt guckt sich das Foto an. Junger Mann, nicht mit mir? Das Gesicht kenne ich doch. Ich nur so, danke schön, endlich mal jemand, der genauer hinschaut. Sie sind auch Martial Arts Fan, Sie nur. Sie haben doch den Asialaden auf der Bärenrather Straße. Ja, was willst du da machen? Ich lässt da jetzt die ganze Zeit ab. Gut, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Also ich bin ja hier auch geboren, aufgewachsen. Ne? Muss auch sagen, mein Blick auf Asiaten ist auch ein bisschen getrübt. Gut, ich gebe zu, meine Eltern verliere ich auch ab und zu im China-Restaurant. Ich meine, da gehst du einmal aufs Klo, kommst zurück, siehst nur noch Schwarzköppe. Aber jetzt wisst ihr auch, warum die Tische im China-Restaurant alle Nummern haben, ne? Das ist für uns so eine Orientierungshilfe, dass wir auch zurückfinden. Ein Kumpel von mir, ein Koreaner, der Hyun-suk, hat sogar mal aus Versehen 4 Wochen bei einer falschen Familie gewohnt. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, der Blöd hat sich die Tischnummer nicht gemerkt, ne? Hallo? Manchmal denke ich mir so, wie Asiaten sind auch schön blöd, oder? Dass wir uns das nicht zunutze machen, dass wir für alle gleich aussehen. Das wäre doch perfekt für einen asiatischen Bankräuber. Der wird dann nie erwischt. Wie sähen das Phantombild aus bei Aktenzeichen XY? Vielleicht so ein gelber Smiley? Ne? Anstelle der beiden Augenpunkte so 2 Striche? Das geht gar nicht. Aber woran liegt es nur? Liegt es an unseren Augen? Fragen sich jetzt vielleicht einige hier von euch, wenn sie mich so auf der Bühne stehen sehen, wie sieht der Kollege wohl durch seine kleinen Augen, die wie gesagt eigentlich größer sind, das liegt nur an dem Licht, ne? Was für einen Blickwinkel hat er da wohl? Vielleicht so ein 16:9. So mit schwarzen Balken oben und unten. Ne? Panoramablick. Jetzt wisst ihr auch, warum wir Asiaten so passionierte Fotografen sind, ne? Die Welt durch so einen Sucher sieht für uns aus wie so ein Caspar David Friedrich in Widescreen.
Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich sehe natürlich genauso wie ihr. Ich war ja letztes Mal im Tierheim. Da wollte ich mir so einen Hund ausleihen, ne? Kann man ja machen. Ins Tierheim gehen, sich so einen Hund zum Gassigehen ausleihen. Ich meine, die sind ja ganz froh, wenn sie mal rauskommen, ne? Jetzt kann ich euch mal fragen, was glaubt ihr, wie ist das wohl als Koreaner im Tierheim? Ich da so hin, die Heimleiterin mich schon ganz misstrauisch angeschaut. Ja, hallo, guten Tag. Ich würde mir gern einen Hund ausleihen. Wofür? Zum Gassigehen. Wir haben keine Hunde. So im Hintergrund bellen so 150 Hunde. So, Entschuldigung, die höre ich da doch bellen. Das sind kranke Katzen. Ja, alles klar, aber einen Augenblick bitte. Susanne, drück den Knopf. Ja, den Braten habe ich natürlich gerochen, ne? Also nochmal für alle hier, ich esse doch keinen Hund aus dem Tierheim. Die sind dreckig. Da kriegt man Salmonellen von. Das weiß jedes Kind in Korea. Aber da war schon zu spät, die Polizei, die stand schon vor der Tür, die Heimleiterin direkt zum Herrn Wachtmeister. Herr Wachtmeister, gut, dass Sie gekommen sind. Unsere Hunde haben Todesängste ausgestanden. Der Chinese sah schon ganz hungrig aus. Ich zum Wachtmeister, also Herr Wachtmeister, erstens bin ich Koreaner und zweitens wollte ich hier nur einen Hund zum Gassigehen ausführen. Der Wachtmeister nur, junger Mann, geben Sie mal Ihre Personalien her. Das ist Ihr Name hier, Kim Il Jung, Jung Il. Ja, so heiße ich. Geht's mal bitte links auf die Seite. Charlie Bravo, Charlie Bravo. In diesem Sinne, Dankeschön. Il Young Kim.